Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von 7 Days to Die. Wir sind gerade dabei, unsere kleine Festung ein bisschen auszubauen. Ob es jetzt vor dem Blutmond noch so eine sinnvolle Geschichte ist, kann ich nicht sagen. Werden wir sehen. Müssen wir mal gucken. So. Schnell noch was schnabuliert. Aber ich hätte zumindest erstmal gerne das ganze Haus mit einer Holzwand umzogen. Einfach nur, damit wir erstmal die XP kriegen. Ja, das ist ja auch nochmal so eine Geschichte. Für weitere Level. Die wir definitiv brauchen werden. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Einfach nur, damit wir zum Beispiel mehr Erz bekommen. Länger durchhalten, was Ausdauer angeht. Später vielleicht auch einfach mehr tragen können. Ich denke, dass allein das, dieser Perimeterzaun uns da ein paar Pluspunkte einbringt. Wenn wir das dann auch weiterspinnen können, werden wir dann natürlich sehen. Wir nehmen erstmal so viel Holz mit, wie geht. Schwierig hier, schwierig. Trinken sieht jetzt auch nicht unbedingt besser aus. Zack. Zack. So. Gehen wir mal wieder zurück. Machen zumindest die Rahmenformen erstmal fertig. Gerade das Eingangstor vorne, beziehungsweise was wir hier noch so an Zäunen haben. Als reine Vorbereitung. Auch erstmal wieder gut XP, mit dem wir aufleveln können, mit dem wir wieder besser werden können, mit dem halt das Aufrüsten des Zauns wieder besser wird und. Ja, unsere Möglichkeiten sind schier unbegrenzt, sagte er und wusste nicht, was er sagte. Hier bauen. Vorne können wir vielleicht noch ein großes Rolltor einbauen. Wäre vielleicht cool. So, wir haben jetzt den Perimeterzaun fertig soweit. Okay, da haben wir 8 für gebraucht. Da auch für. Okay. Das nimmt sich also nicht sehr viel. Ich weiß, Holz ist jetzt nicht das Stärkste, was wir bauen können. Aber so ziemlich das, was wir gerade zur Verfügung haben. So, hier. Da. Weil da Stein, also Bruchstein reinzuzimmern. Leute, das wäre Utopie. Das Ganze dann nachher auf Level 16 zu bringen, ist so ein bisschen Wunschdenken, möchte ich schon fast sagen. Hier verringert die Ausdauerkosten von Nahkampfwaffen und Werkzeugen um 15% und von kräftigen Angriffen um 30, Todesstöße gewähren 10 Ausdauer. Ja, bitte. Da sollten wir doch ein bisschen was abholzen können, oder? Denke ich. Die zwei großen fliegen weg, da hinten die Tannen fliegen weg, dann haben wir nämlich gute Weitsicht. Das erste. Dann kommen die nicht alle aus dem Schatten rausgeploppt. So, wir nähern uns langsam. Gucken wir, dass wir noch ein bisschen mehr aus den ganzen also rausholen. Mit Herzader. Zack, 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 zack.
diesen hübschen, großen Baum, der so viel schön viel Schatten bietet. Attacke. Dazu noch ein leckeres Käffchen. Dann können wir nämlich auch gleich die Zäune weitersetzen. Zack, zack. Huch, da war er weg. Schleichen wir da langsam rüber. Hier noch den Totenbaum mit, der ist sowieso nicht so schön. Und dann passt das erstmal. Mehr Holz brauchen wir, Freunde. Mehr Holz. Und Stein. Und Lehm. Und alles andere. Zack. Zack. Und den Baum da noch. Dann sollten wir uns langsam, aber sicher darauf vorbereiten, dass wir noch so ein bisschen die letzten Spikes aufbauen. Zack. Und zack. So, jetzt rennen wir erstmal nach Hause. Okay, wir schleichen. Das sollte sowieso keiner mehr haben. Und die Zäune, die wir haben, rüsten wir jetzt erstmal auf, bevor es dunkel wird. Damit die nicht noch weiter kaputt gemacht werden, weil diese normalen Rahmenformen, da haust du einmal gegen und die sind weg. Das ist wie bei den drei kleinen Schweinchen. Husten und pusten und nichts wart je wieder gesehen. Weg. Vorne. Da. Da können wir dann auch ein paar Geschütztürme aufstellen. Das Ganze dann eines schönen Tages für uns erledigen. Sehr hübsch. Wir hauen den Zäunen rum. Fiedel, fiedel, die dumm. Hat schon sehr viel Schönes. Leider haben wir kein ME-System, wo wir alle unsere Sachen elektronisch einlagern können und dann von überall Zugriff drauf haben. Das ist leider ein bisschen schade. Aber komm, was soll's. Ups, nein, den nicht. Kommst du wohl wieder her. Kram ist teuer, da muss man aufpassen. Schön, wie viel Zaun wir mittlerweile schon hier haben, ne? Sieht doch hier vorne gar nicht so schlecht aus. Natürlich ist der Zaun, wenn er 2 hoch ist, wesentlich effektiver. Aber es hilft halt alles nichts. Bauen müssen wir trotzdem irgendwann. So. Ich will nicht nur die XP. Die
Diese Anschuldigung tut weh. So, 7 habe ich hier noch Platz. Jetzt noch 4. Kriege ich vielleicht noch einen Baum gefällt? Ich denke eher nicht. Bedeutet, wir legen hier hinten unsere kleinen Spikes aus. Zack, zack, zack und zack. Hier habe ich so die meiste Sorge, dass die ankommen. Alles andere ist so ein bisschen, ja, könnte was passieren. Muss aber nicht. Zack, zack. Zack, zack. Ja, auch nochmal, da auch nochmal. Schön verteilt, dass die willkürlich reinlatschen. Oder ich. Kommt immer ein bisschen drauf an. Wer gerade der Intelligentere ist. Und das ist leider Gottes nicht immer ganz geklärt. So. Das Aquarium im Hintergrund macht schon wieder so ein paar fiese Geräusche. Sollte es eigentlich nicht, aber auch so ein Aquarium hält sich nicht an Regeln. Ich weiß, schockierend. So, dann haben wir bloß die Ecke hier oben, von der wir shootern können. Können wir uns jetzt erstmal noch ein paar Bäumchen snacken. Da drüben will doch eigentlich keiner mehr haben, oder? Da drüben sind doch eigentlich eher so ein bisschen... bisschen schön. So, du hast nicht genug irgendwas von irgendwo mit irgendwem. Das fühle ich. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Sind schon wieder 12 Zäune, die wir aufstocken können. Das darf man nun wirklich nicht unterschätzen. Also 12 Zäune sind schon much. Much more than 11. Keine Ahnung. Bin heute schon wieder ein bisschen neben mir. Ich habe auch noch ein bisschen Holz raus. Mache ich nicht nur für die XP. Und nicht ausschließlich. So, 18 Uhr müssen wir aber definitiv rein. Ich weiß nicht genau, wann der Blutmond beginnt. Aber sicher ist, dass ich mich noch ein bisschen vorbereiten muss, was so Medikamente und dergleichen angeht. Zack. Zurück zum Haus. Ach, sieht das schön aus. Trinken können wir aber definitiv was. Und zwar die Aloe Vera Suppe hier. Hat das gerade... Ja, es hat gerade geblitzt. Okay, hat sich das auch geklärt. Ich mag dieses Blitzen nicht. Hier kommt noch einmal hin. Da kommt noch einmal hin. Das heißt, es geht bald los.
Ja, wir haben ja für die Handfeuerwaffe ein bisschen Munition und für die Shotgun. Wir können uns also wehren. Ich würde aber gerne oben noch ein paar Pfeile bauen. Dass wir da noch ein bisschen ausgerüstet sind. Zack, 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 zack. Hier auch nochmal. Hier und hier. Zack. Das sollte sie zumindest erstmal eine Weile aufhalten. Ich bin mir nicht sicher, ob die 20 oder 22 Uhr angreifen. Ich muss gestehen, das macht mich nervös. Also nervöser als sonst tatsächlich. Schon kleiner Hammer, wir müssen das hinkriegen. Ich bin jung und brauche die XP. Der Holzzaun uns ein bisschen Zeit verschafft. Wirklich nicht viel, aber einfach ein bisschen. Da. Ich habe gerade nachgedacht, worüber ich vielleicht drüber gelatscht bin. Oh Mann. Immer diese Huckel, ne? Zack, hier kommen noch mal zwei Klötzchen hin. Ja, auch da. Ach Gott, steh uns bei. Sieh mal einer an, da gab es den ersten Level-Up. Und zwar gehen wir jetzt nämlich auf Hauptader. Und jetzt sammeln 60% mehr Erz, Stein, Geländeblöcke und Bäume mit Äxten, Spitzhacken, Schaufeln, Kettensägen oder Erdbohrer. Ja, das gefällt mir doch. Wobei Goldmine auch nicht und Hauptader auch nicht zu vernachlässigen ist. Jetzt will ich das hier nur noch schnell zu Ende bauen, so weit es geht. Okay, jetzt reicht es leider nicht mehr das Geld. Das Holz. Und wir verdünnisieren uns nach drin. Da oben, das hätte ich auch gerne noch. Aber naja, das hilft alles nichts. Tür zu. Tür zu. Hier ist Tür auch zu. Wir haben alles auf Stein geupgradet. Mein Verteidigungsperimeter ist relativ sicher. So, wir haben hier noch ein bisschen Holz. Und wir haben Federn und wir haben Pfeile. Zack, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Bisschen Eisen hätte ich schon gerne da. Genauso wie das hier und das hier. Die hätte ich gerne dabei. Die hätte ich gerne dabei. Auch wenn ich nicht viel Schuss habe. Die braucht mir zu lange. Das bringt mir nicht viel. Die kann ich noch nicht bauen. Pfeile können wir gleich nochmal eine Runde anlegen. Jawohl. Rest können wir wieder wegpacken.
muss einfach reichen. Ich hoffe, dass es nicht allzu viele sind. Aber wissen tut man es halt vorher nie, ne? Wir nehmen einmal das hier mit. Das hier. Und vorne nochmal im Medikamentenschrank. Das war der hier. Nehmen wir davon noch zwei mit. Einmal das hier. Einmal das hier. Schrotflinte. Das haben wir. Ich denke, das sollte fürs Erste ausreichen. So, ein bisschen Suppe. Ein bisschen Kaffee. Kaffee ist auch immer gut. Das hier essen wir gleich mal. Und wir essen eine Suppe. Es gibt schon mal 47 Nahrung. Das heißt, da können wir wieder ein bisschen aufstocken. Wildbret habe ich hier. Eier. Nehmen noch ein paar Eier mit. Und ich hoffe einfach, dass wir jetzt ein bisschen safe sind. So, geladen. Schuss ist geladen. 20 Schuss ist geladen. Dass die hier 20 Schuss hat, finde ich wieder richtig geil. Oh Mann, habe ich genug Holz? Nein, habe ich nicht. Dann lasst mich noch mal kurz raus. Ich brauche noch schnell einen Baum. Oder irgendwas Kleines, womit ich den Bogen nachher reparieren kann. Ja, genau sowas zum Beispiel. Zack. Geht doch. Oh, wenn das fertig ist, könnte das eine richtig geile Festung werden. Ich nehme nicht an, dass die nämlich hier durchkommen, sondern die müssen hier vorne durch. Das ist der Weg des geringsten Widerstands. Da werde ich mich nämlich auch positionieren, genau hier. Ich hoffe so inständig, dass das alles klappt. Das kann hier raus. Gott, oh Gott. Ich habe 60 Pfeile. Hier muss jeder Schuss sitzen. Hätten wir ein Gewehr, könnt ihr mich einfach oben hinsetzen und hoffen, dass da einfach fröhlich drauf losgeshootert wird. Aber dem ist leider nicht so. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Und ich fürchte fast, traue mich das schon fast gar nicht zu sagen, dass das in der nächsten Folge drankommt. Eieieiei. Das hier ist noch ein kleines Problem. Damit kann ich relativ gut schießen. Das passt. Nur wie zielsicher ist die Frage. Die hier, ja, damit shoote ich ja alles weg. Und ich hoffe so inständig, dass das einfach hinhaut hier. Hier könnte man noch eine Tür einbauen, beziehungsweise einen großen Rahmen. Dass man hier rein und raus kann. Dass wir hier noch eine kleine Ansammlung, so eine Truppenansammlung machen zum Bauen und so. Dass wir oben wirklich bloß Wohnen haben und Rückzugsort. Gott, gleich geht's los. Gut. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir Pause und es geht in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen und lasst euch nicht anknabbern. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt 10 Days to Die. Haut rein, bleibt gesund. Tschüss.